Sie werden um den Ligaerhalt kämpfen müssen und müssen am Schluss froh sein, wenn sie nicht absteigen. So jetzt tönt vor dieser Hockeysaison. Die Experten sind sich einig, das Team hat überhaupt keine Chance, schon gar nicht mit dem Trainer Neuling, John Fust, an der Bande. Unterdessen sind alle gescheitert. John Fust hat die Prognostiker zum Schweigen gebracht und seine Tigers in die Playoffs geführt. John Fust, der Eishockey-Trainer der Stunde in der Schweiz. Mit ihm schafft es Langnau erstmals in die Playoffs. Fust erlöste eine ganze Region vom Playoff-Fluch. Das Emmental ist grün nach 13 Jahren. Fust coacht die Tigers seit Anfang dieser Saison. Als jüngster Trainer mit dem jüngsten Team der NLA. Schon als Spieler stand er für die Langnauer im Dienst und sorgte regelmäßig für Scorerpunkte. 1998 stieg er mit dem SCL in die höchste Schweizer Liga auf. Fust kommt aus Montreal, wo keine andere Sportart dem Hockey das Wasser reichen kann. Er studierte an der Elite-Universität von Princeton. Später begann er eine Ausbildung zum Agenten des kanadischen Geheimdienstes. Diese brach er wieder ab, weil die Schweiz rief. Fusts Mission? Trainer. Zuerst bei FISP, dann in Langnau. Ein bisschen Schweiz hat er im Blut. Seine Großeltern zog es einst von St. Gallen nach Kanada. Jetzt fühlt er sich im Emmental zu Hause. Wie motiviert der studierte Psychologe seine Spieler? Und warum hat John Fust eine Ausbildung zum Geheimagenten begonnen? Im Herzen Langnaus im Restaurant Hirschen, wo Trainer und Mannschaft jeweils ihren Durst löschen, stellen wir unsere Lounge-Sessel auf und treffen John Fust zum Gespräch. Willkommen, John Fust, in der Sportlounge. Einen Tag vor dem ersten Playoff-Heimspiel in Langnau. Das erste in Bern ging verloren. Wie ist so die Stimmung im Team? Die Stimmung ist eigentlich sehr gut. Ja, wir haben das erste Spiel verloren, aber wir haben gezeigt, dass wir sind auch keine starke Mannschaft sind. Wir haben eigentlich gut gespielt und wir erwarten endlich nach 13 Jahren das erste Playoff-Spiel hier. Eine unglaubliche Stimmung und wir werden von das profitieren. Es geht nicht nur darauf, dass wir sind hier und wir sind zufrieden. Wir wollen diese Serie gewinnen und für das müssen wir ein Heimspiel gewinnen. Aber selbst wenn Sie ausscheiden sollten gegen Bern, was wahrscheinlicher ist als eine Sensation. Diese Saison ist sowieso schon ein Riesenerfolg für Sie. Wie haben Sie das geschafft, die SCL Tigers in die Playoffs zu führen? Das ist die große Frage. Können Sie es uns erklären? Es gibt nicht einen Grund. Es ist sehr viele Faktoren sind auf der richtigen Zeit gekommen. Zuerst die Leadership von diesem Verein. Peter Jakob, Rudi Zesiger, mein Assistent Alex Reinhardt. Wir waren wirklich die richtige Persönlichkeit endlich zum Zusammenkommen. Und ich habe mit den Spielern am ersten Sitzung in August gesagt, es gibt eine Möglichkeit, aber sie müssen mit der Vergangenheit weg und eine neue Richtung gehen. Und es hat so geklappt. Und was wir haben hier probiert, und ich glaube, es hat geklappt, ist eine neue Identität und eine neue Mentalität zu haben. Wie wichtig war es, dass Sie Psychologie studiert haben, als Sie hier hingekommen sind? Es hilft ein bisschen. Also ich bin nicht diplomiert, aber ich habe studiert in der Universität in Amerika. Und sicher, Coaching ist nicht nur taktisch, das ist eigentlich sehr wenig. Es ist Kommunikation, es ist Motivation und wie man hat Beziehungen mit Spielern, auch mit Staff, mit Fans. Das ist, was ist wichtig, besonders in einem Platz hier, wo wir wissen, wir haben nicht die große Talente-Niveau. Wir müssen mit vielleicht weniger talentierten Spielern arbeiten, aber das ist unsere Realität. Wir akzeptieren das und wir machen die Beste von unserem Potenzial. Sie haben nicht so viel Talent. Umso wichtiger ist es eben, diese weniger talentierten Spieler in die richtige Richtung zu bringen, zu motivieren. Können Sie uns da ein Beispiel geben? Wie motivieren Sie Ihre Spieler gegen den SC Bern? Braucht es da noch Motivation? Wenn ja, wie machen Sie es? Eigentlich in einem Derby brauchen wir nicht viele, aber zur Motivation ist es wirklich mehr Selbstvertrauen. Wenn ein Spieler kämpft und glaubt an was er kann, in einer Möglichkeit, dass er kann einen großen Einfluss auf dem Spiel haben, dann will er mehr geben. Und was wir haben hier gemacht, nicht nur in Playoffs, aber auch die ganze Saison, ist die Verantwortung gegeben zu den Spielern, dass sie müssen, ob die Rolle ist groß oder klein, sie müssen 100% ihre Leistung bringen. Und nur so als Team, wenn jeder macht seinen Job, können wir Erfolg haben. Wie ist denn Ihre Rolle? Sind Sie so mehr der Chef oder mehr so der Kumpel, der Kollege, der Spieler? Ich glaube, es ist sicher mehr dem Chef, aber ich habe auch
eine gute Natur, eine Persönlichkeit, eine gute Beziehung mit den Spielern. Das ist sehr wichtig. Ich trainiere nicht nur Spieler, ich trainiere Menschen. Und es ist wichtig, dass ich eine Beziehung mit sie habe, nicht nur wegen Eishockey, aber auch persönlich. Aber sie müssen ganz klar wissen, dass wenn der Chef sagt etwas, sie müssen das machen. Und nur in dieser Hierarchie kann das funktionieren. Sie sprechen Ihre Persönlichkeit an. Die hat sich ja auch gebildet über die Jahre, unter anderem mit dem Studium in Princeton, einer sehr renommierten Universität. Ich habe es angesprochen. Da war Psychologie, Geschichte, Politologie. Was haben Sie da am meisten gelernt, was Sie jetzt profitieren können in Ihrem Job als Eishockey-Trainer? So die erste Woche in Princeton, Sie haben eigentlich gesagt, was Sie lernen hier, Sie werden vergessen. Aber was wichtig ist, ist, dass wir können Sie zeigen, wie zum Kommunizieren und wie zum Problem lösen. Diese zwei Dinge. Und ich denke, das ist ein großer Teil vom Coaching. Kommunizieren und Problem lösen, was ist wichtiger hier in Langnau bei Ihrem Job? Beide, alles. Es gibt immer ein Problem. Nicht nur auf dem Eis, neben dem Eis, Kleinigkeit. Wenn ein Spieler hat ein persönliches Problem oder etwas, als Trainer, man muss vielseitig sein. Das ist nicht nur Eishockey. Man muss probieren, die Maximum heraus von jedem Spieler. Aber für das, sie müssen auch zufrieden sein. Sie müssen immer eine Challenge haben vor sie, ein Ziel haben, kurzfristig und langfristig. Jetzt sind Sie im Eishockey gelandet, aber Sie hätten auch irgendwo ganz anders landen können nach diesem Studium. Was wäre aus Ihnen geworden, wenn es eben nicht geklappt hätte mit dem Eishockey? Können Sie sich das vorstellen? Ja, sicher. Also ich werde vielleicht auf der gleichen Weg wie meine Bruder, er ist ein Anwalt in Toronto, oder auch ich habe viele Freunde von meiner Mannschaft in Princeton, sind in Wall Street jetzt. Aber Hockey ist hier, ist in meinem Herz. Yeah. Ich habe probiert, nach meinem Rücktritt als Spieler wegzugehen. Ich wollte einfach nur in Ferien zurück in die Schweiz. Aber es ist vielleicht mit ein bisschen Glück gekommen, die Möglichkeit des Trainers wieder in die Schweiz zu kommen. Und es war keine Frage für mich. Hockey ist mein Leben, ist meine Passion und ich will das tun. Gab es nie Momente, in denen Sie gesagt haben, hätte ich mich doch anders entschieden, dann würde ich viel mehr verdienen zum Beispiel? Es ist möglich, ja. Es gibt Tage sicher, wo ich bin frustriert, wenn wir verlieren, wo meine Gedanken sind so. Aber das ist auch die Grund für Coaching. Es gibt keinen Tag, das ist der gleiche. Es gibt immer etwas Neues. Jeden Tag ist eine neue Challenge. Und ich liebe, ich habe wirklich für mich die beste Job außer der NHL, ist Trainer in der Schweiz zu sein. Ja, eine Variante zum Eishockey-Trainer wäre ja beinahe so der Agent, der 007 John Fust. Sie haben sich anders entschieden? Ich habe eigentlich die Ausbildung angefangen, nur ein paar Monate, und dann die Möglichkeit ist gekommen, als Trainer zurück in die Schweiz. Aber es war sicher eine gute Option für mich. Ich wollte weg von der Schweiz. Ich wollte eine neue Challenge haben. Ich habe eine unglaublich gute Zeit, 12 Jahre als Spieler in der Schweiz. Aber dann am Ende, es war nur ein Spiel. Und ich wollte etwas anderes mit meinem Leben machen, etwas vielleicht mehr wichtig. Und in Kanada war diese Möglichkeit. Ich habe schon ein paar Jahre das vorbereitet, bevor ich war in der Ausbildung. Und ja, das. Erzählen Sie ein wenig, was haben Sie? Also, Agent, das klingt so spannend. Wir haben irgendwelche Filme irgendwo im Hinterkopf. Was ist das? Ja, das so? Ich darf nicht zu viel sagen. Oh, geheim. Aber es war, ja, es ist ein bisschen die CIA, die Secret Service from Canada. Aber wichtig, es ist nicht die Jagd für Bin Laden in Afghanistan. Ich wäre nur in Kanada geblieben. Es war ein Job, wo man braucht keine Vergangenheit. Die Ausbildung ist eigentlich 5 Jahre. Ja. So, es ist sehr hart, es ist ein langer Prozess. Aber es war etwas, das ich habe geglaubt und war wichtig in meinem Leben. Aber leider hat diese Chance zum Trainer gekommen. Aber jetzt, leider, weil es war ein guter Job und ich werde sehr zufrieden sein, wenn das war die Richtung. Aber man kann vielleicht nicht das Leben immer kontrollieren. Dieser Job ist gekommen und ich habe gesagt, die Entscheidung gemacht mit meiner Familie, das probieren wir einmal als Trainer. Wenn es klappt nicht, dann ich weiß, wo ich bin. Kann man immer noch zurück. Genau. Die unmittelbare Mission heißt ja jetzt, irgendwie dem großen SC Bern das Bein stellen. Wenn möglich schon morgen. Wie soll das klappen? Ja, weil wir haben den Heimvorteil morgen. Das ist endlich nach 13 Jahren ein Playoff-Spiel hier.
Wir wissen, wir haben sie schon zweimal in Meisterschaft geschlagen. Es ist möglich. Es ist sicher hart. Wir müssen fast ein perfektes Spiel spielen. Aber das ist Sport. Warum nicht? Sie glauben dran. Das spürt man ganz eindeutig. Und das ganze Dorf steht hinter den SCL Tigers. Dankeschön, haben Sie sich Zeit genommen in dieser wirklich wichtigen Phase. Und viel Glück morgen. Dankeschön, John Fuss.